Neue wieder bestätigen. Und darum geht's. Morgen Abend, Anstoß 21 Uhr in der Bay-Arena. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist die Ausgangslage klar. Bayer 04 muss gewinnen. Dann steht man im Viertelfinale der Europa League. Bei einem Unentschieden gibt es Verlängerung. Und an den Faktor Niederlage denken wir jetzt gar nicht. Aber trotzdem, ihr habt es möglicherweise auch gesehen oder bei uns auch im Werkself-Radio hören können. In der ersten Halbzeit in Baku tat sich Bayern 04 sehr, sehr schwer. Erst im zweiten Durchgang hat man das gewohnte Spiel aufziehen können und die Partie ausgeglichen gestalten können am Ende. Also was ist dieses 2:2 dann wert? Die Antwort gibt es morgen gegen einen Gegner, der in der heimischen Meisterschaft davonzieht. Hat schon 24 Punkte Vorsprung, das Team des Trainers Kurban Kurbanov, der seit 2008 in Baku tätig ist. In der Liga haben sie am Wochenende 3:1 gewonnen, haben noch Stammkräfte schonen können und legen natürlich den vollen Fokus auf die Europa League. Es ist schon der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte von Karabakh. Und für Bayern 04 wäre natürlich dieser Viertelfinaleinzug morgen Abend auch extrem wichtig. Die Mannschaft ist komplett. Und dann geht es jetzt gleich wahrscheinlich auf eine kleine Laufrunde, bei der wir zuschauen können. Da können wir auch mal ein wenig in die Gesichter schauen. Natürlich ist die Stimmung gut. Natürlich ist die Stimmung ausgelassen. Das sehen wir auch an diesen Bildern hier. Natürlich ist man richtig gut drauf. Und trotzdem musst du immer wieder den Spagat hinbekommen, dann eben extrem fokussiert zu sein bei den Spielen. Aber das gelingt der Mannschaft seit Saisonbeginn ja so unglaublich gut. Ja, die Laufrunde hat man mal direkt übersprungen und es wird jetzt quasi Bewegung mit Ball geben. Kurze, schnelle Bewegungen mit Ball, um reinzukommen. Natürlich wird man heute hier auch dann im nicht öffentlichen Teil gleich hier nicht mehr intensiv trainieren. Da geht es dann um taktische Dinge, um Standards, um Abschlüsse, die einstudiert werden. Es wird sicherlich auch nochmal eine Videoanalyse geben, vermutlich morgen zum Gegner. Und da wird sicherlich auch Xabi Alonso darauf hinweisen, wie man in der ersten Halbzeit dann eben auch ins Straucheln gerät gegen diese konterstarken, schnellen, wendigen aserbaidschanischen Spieler, die Bayern 04 richtig wehgetan haben in der ersten Halbzeit. Und das soll natürlich morgen nicht passieren vor heimischer Kulisse. Die Bayer-Arena wieder ausverkauft. Wieder ein großartiger internationaler Fußballabend. Die Vorfreude ist groß. Die Ausgangsposition ist gut, also es ist alles soweit angerichtet. Trotzdem, und das wird auch Xabi Alonso nachher bei der Pressekonferenz sagen, die er gemeinsam mit Josip Stanisic, unserem Verteidiger, abhalten wird. Um 13.30 Uhr in der Bayer-Arena hat er großen Respekt mit Sicherheit vor dem Gegner aus Aserbaidschan. Und das hat dann natürlich auch eben seine Ursache in den Gruppenspielen. In der Bay-Arena hatte Karabakh beim 1:5 keine Chance. Tore damals im Herbst. Wirtz, Grimaldo, Boniface, Grimaldo, Tapsoba.
Aber auch da kann ich mich erinnern, in der Anfangsphase hatte Karabakh die eine oder andere ganz gute Chance. Aber vor allem dann auch im Rückspiel, in der Gruppenphase, sehr lange ausgeglichen. Erst ein Handelfmeter verwandelt von Victor Boniface. Führte dann zum 1:0-Sieg. Also von daher, Bayern 04 ist gewarnt, aber natürlich auch nicht nur euphorisiert, sondern auch favorisiert morgen Abend. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Xabi Alonso läutet seine Vorstellung. Energisch, präzise, wie immer, und mischt munter mit. Sofort das Feedback für die Spieler. Er ist unser 12. Feldspieler. Das hat Jonas Hofmann über Xabi Alonso gesagt. Und das sieht man hier eindrucksvoll an diesen Bildern. Dann nach der Europa League noch zu bestreiten am kommenden Sonntag beim SC Freiburg. Und dann gibt es die Länderspielpause. Zeit zum Durchatmen. Ja, nicht so wirklich eigentlich, weil die Nationalspieler natürlich weiter für ihre Nationen Auswahlspiele bestreiten. Es wird ein ganz, ganz kleiner Kreis hier bleiben, inklusive Trainerstab. Aber der Fokus geht dann schon wieder auf den April mit unglaublich vielen Highlights, mit dem DFB-Pokal-Halbfinale zum Beispiel gegen Fortuna Düsseldorf am 3. April. Und was da noch alles kommt, darauf blicken wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ein paar Zahlen für euch vielleicht noch. Ja, diese fantastische Europa-League-Saison ein wenig zu dokumentieren. Bayern 04 hat alle Heimspiele in der UEFA Europa League gewonnen, hat dabei 14 Tore geschossen. Und Wort vielleicht auch zu Florian Wirtz. Nur Pierre-Emerick Aubameyang und Romelu Lukaku waren in dieser Saison an mehr Toren in der UEFA Europa League beteiligt als Flo Wirtz. 7 Spiele, 3 Tore, 4 Assists. Also das ist schon bärenstark. Zu sehen, allerspätestens beim Hinspiel im Baku eingewechselt und dann aus vollem Lauf den gegnerischen Torhüter überlockt. Das können nur wenige oder zu sehen am vergangenen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Volley-Schuss nach Vorlage von Ezequiel Palacios, der auch wieder zurück ist. Und das ist wichtig und gut für das Bayern 04-Spiel. Nach 6 Wochen Verletzungspause wird auch er sicherlich Spielminuten erhalten morgen. Der argentinische Weltmeister, passsicher, zweikampfstark, hat enorm angeschoben. Auch das Gegenpressing gegen den VfL Wolfsburg, was ja dann auch zum Platzverweis gegen die Wölfe führte, nachdem Patrick Schick letztlich angespielt wurde. Wenn wir jetzt gerade mal kurz am Ball gesehen haben, Platzverweis gegen Moritz Jens vom VfL Wolfsburg. Im Übrigen bereits der 3. Platzverweis in Serie in der Bundesliga gegen einen Gegner von Bayern 04. Es begann beim Heimspiel gegen Mainz in Köln. Die rote Karte und dann auch gegen den VfL Wolfsburg. Also oft wissen sich die Gegner von Bayern 04 dann nicht mehr anders zu helfen als mit taktischen Foulspielen, wobei Stichwort Köln, Jan Thielmann, das hat jetzt nicht so viel mit Taktik zu tun, wenn du da nach wenigen Minuten dem Gegner hinten auf die Achillessehne steigst. Aber trotzdem ist es bemerkenswert. So,
Und jetzt haben wir noch die Gelegenheit, die letzten Minuten zuzuschauen bei einer weiteren Übung hier im Ulrich-Haberland-Stadion. Und pünktlich zum Beginn des Trainings hat es auch aufgehört zu regnen. Ein gutes Omen sicherlich auch, nachdem es hier den gesamten Vormittag über in Leverkusen geschüttet hat, mehr oder weniger. Aber jetzt hat sich der Himmel ein bisschen aufgehellt, passend zur Stimmung hier bei Bayern 04. Natürlich logischerweise noch nicht dabei sind Victor Boniface und Arthur, die natürlich noch im Aufbau sich befinden und dann bestimmt im April wieder spielbereit sein werden. Weil hier gerade eine Frage im Chat aufkommt, ist Arthur im Training? Der absolviert ja sozusagen sein Aufbautraining und hat heute im Rahmen der Belastungssteuerung ja, einen Tag sozusagen dann, wo er etwas kürzer tritt. Also alles abgesprochen, ist da voll im Plan. Und wir freuen uns, unseren sprachgewandten Brasilianer, da könnt ihr ja sicherlich auch mal auf unserer Homepage gehen. Arthur kann schon richtig gut Deutsch und den werden wir wiedersehen im April nach zwei schweren Verletzungen, aber heute im Rahmen der Belastungssteuerung eben nicht auf dem Rasen. Nur weil diese Frage gerade mal hier aufkam. Ja, und wieder ein Xabi Alonso morgen Abend die Mannschaft einstellen und aufstellen wird, wird er vermutlich auch nur in Ansätzen verraten. Trotzdem lege ich euch die Pressekonferenz ans Herz gleich um 13.30 Uhr live aus dem Mediencenter der Bayer Arena mit Xabi Alonso und Josip Stanisic. Und wie ihr hier in unseren ja, jetzt fast schon letzten Sequenzen feststellen könnt, Stimmung gut, Intensität hoch. Kosovo, Stanisic dazwischen. Huerta, Palacios, Andrich, Absoba. Also es sind bis auf eben Boniface und Arthur alle fit und bereit für das Spiel morgen Abend in der Bayer Arena. Herzliche Einladung auch, falls ihr nicht die Gelegenheit hattet, eine Karte zu ergattern für das Spiel morgen. Gerne auch reinhören ins Werkself-Radio. Ab 20.30 Uhr sind der Kollege Cedric Pick und ich morgen auf Sendung und versuchen euch wieder die schwarz-roten Emotionen aus der Bayer Arena ins Wohnzimmer oder in andere Räume zu transferieren. Es wird ein emotionaler Abend. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Ein attraktiver Wettbewerb, auch mit attraktiven weiteren Gegnern. Liverpool, Marseille sind schon sehr, sehr attraktive, gute Gegner im oder wären im Lostopf, wenn man weiterkommen würde. Viele Konjunktive, aber morgen Abend soll dann aus dem Konjunktiv das Ausrufezeichen werden bei Bayern 04, dass man das eben dann geschafft hat. Und mit diesen ja, letzten Worten und Bildern verabschieden wir uns hier aus dem Ulrich-Haberland-Stadion. Wir hoffen, euch da ein paar schöne Einblicke gezeigt zu haben. Die Werkself morgen Abend gegen Karabakh Aktam. Vielen Dank fürs Einschalten.